Servus! Grüß euch meine Freunde hier im nächsten Special-Video. Und zwar heute erzähle ich euch, ob es sich für euch lohnt, die Imperium-Sammelreihe von 1 bis 10 jedenfalls zu sammeln. Und da würde ich sagen, starten wir direkt rein! Jawohl, und da hier sind wir nochmal mit der Warhammer Imperium Sammelreihe von Hachette an der Stelle. Und ja, ich versuche heute auf jeden Fall keine Werbung zu machen. Dieses Video heute ist denn so eine Art Vergleich und darüber hinaus, was ihr quasi von den Ausgaben vom Imperium bekommt, was ihr zu erwarten habt und ja, ob es vielleicht für euch was ist, wenn ihr euch einfach sagt, so ja, ich bin mir noch nicht sicher, jetzt nachdem schon ein paar Ausgaben draußen sind, ich habe hier dementsprechend die Ausgaben mir alle zusammengesammelt und habe da dementsprechend jetzt eine eigene Meinung mir gebildet und denke auch, das ist so die allgemeine Meinung von Menschen, die, sage ich mal, ein bisschen normal denken, aber ich möchte jetzt da nicht zu viel rumreden, denn ich werde noch viele Punkte dazu aufführen. Ich habe mir da allgemein Pro und Contra überlegt, natürlich, so wie man sich das allgemein vorstellt, wie man es machen sollte. Und ich sage jetzt mal, es ist eins von meinen etwas professionelleren Videos heute. Und ich habe die Imperium 40k Sammelreihe von Hachette, wie gesagt, bis zur aktuellen Ausgabe mit dem Zeitschriftenhändler meines Vertrauens. Quasi ja nicht abonniert, aber ich habe sie jedenfalls alle bekommen. Und bis zur heutigen Ausgabe sind nur wenige Ausgaben bei mir bis jetzt nicht erhältlich gewesen. Und ich habe die Ausgaben 1 bis 10, wie gesagt, heute zusammengefasst und auch einen Überblick über das Abonnent erstellt. Alles dient allgemein Informationszwecken und stellt nur meine eigenen Erfahrungen und meine eigene Meinung dar. Und da möchte ich eigentlich schon mal damit anfangen, dass ich euch zeige, was wir in den Ausgaben 1 bis 10 denn nicht alles erhalten. Und zwar, wir haben hier einmal mit der Ausgabe 1 erhalten wir den Königswächter und den Primaris-Leutnant, den Lieutenant. Die habe ich dann dementsprechend auch schon mal angemalt. Ich selber und zeige euch das einfach nur kurz, dass ihr für euch das mal zusammen seht. Dann haben wir die Imperium-Ausgabe 2 mit den drei Necron-Kriegern und immer diesen Sammelheft, die sind ebenfalls immer dabei. Da haben wir dann einfach diese beiden und den hier. Die habe ich dann dementsprechend auch relativ Necron-neutral mit dem schönen Neongrün bzw. der Technical Farbe angemalt. Dann mit Ausgabe 3 haben wir dann die Sturmintercessoren bekommen, auch im Dreier-Set, was ich ein bisschen komisch fand, denn die Necron-Krieger genauso, die kommen in der Regel mit den 5er bzw. in 10er Sets, genauso wie die meisten anderen Miniaturen. Ich habe sie natürlich auch in Ultramarine Blau angemalt und ich muss ehrlich sagen, bei meinen Space Marines wollte ich eben eine Schneebase haben und bei den Necrons habe ich mir das überlegt gehabt, dass es da eben die, so wie jetzt hier auf der Spielmatte, die Rückseite mit dem coolen Sandrot hier und dementsprechend habe ich dann gesagt, so machen wir das in der Farbe von den Bases von den Necrons. Genau, so, dann haben wir schon meiner Meinung nach eine Ausgabe, die sich auf jeden Fall gelohnt hätte. Mit der Ausgabe 4 kamen nämlich die drei Skorvik-Destruktoren und die Plasmazyde dazu. Die sind auch die sind mit meine Lieblingsmodelle bei den Necrons, denn ich habe allgemein hier die Necrons gewollt, die aus den Ausgaben. Ach so, ja, und natürlich hier noch die Plasmazyde habe ich hier auch ein bisschen mehr oder minder werde ich angemalt. Die ist für mich eher so ziemlich egal, denn da kriegen
Ich wollte halt Scorpion-Destruktoren und da habe ich gedacht, also, da darfst 9 Stück spielen, dann brauchst du keine 3 Plasmazyten anmalen und eine reicht so und egal. So, dann in der Ausgabe 5, da hat man den Primaris-Captain, der, soviel ich weiß, exklusiv in der Ausgabe war. Denn das Charaktermodell oder sag ich mal, das Modell von dem Primaris Captain war hier speziell in der Pose nur in der Ausgabe und ist normal, soviel ich weiß, im Handel üblicherweise nicht zu kriegen. In der Pose, wie gesagt, da haben wir mit der Ausgabe 6 die drei Primaris Aggressoren. Allerdings habe ich da auch gesehen, das sind nicht die gleichen. Aggressoren, die man jetzt im Handel bekommt, wenn man hier den Sergeant in die Mitte nimmt und wie als wenn man sich jetzt für den normalen üblichen Preis die Dreierbox von den Aggressoren holt, denn bei denen sind noch deutlich mehr Bits und Bytes dabei und da hier war eben einfach nur der ganz normale Rahmen, wo sie drin waren. Bei Ausgabe 7 war dann speziell, da waren nur in Ausgabe, waren 3 Farben dabei. Das war einmal der Retributor Armor, den braucht man eigentlich für alles, was irgendwie Gold ist im 40k-Universum. Dann haben wir den Mechanicus Standard Grey und einmal das Korax White, was eigentlich bei fast allen Farben immer als Grundierung benutzt wird. Und oder ist eben auch allgemein das Weiß. Denn so ein richtig schönes Weiß gibt es da meistens gar nicht. In der Ausgabe 8 hat man dann den mit das coolste Modell von den Necrons, den Overlord. Beziehungsweise den Hochlord. Und ja, da muss ich auch gleich kurz eine kleine Geschichte erzählen. Ich hatte mir gedacht gehabt, so ja, die Necrons und so. Wir haben hier, ich brauche auf jeden Fall noch ein cooles Charaktermodell. Und ich bin dann in den Warhammer Store meines Vertrauens gegangen, habe mir den für knapp 23 € geholt und habe dann gemeint, so jawohl, in Ausgabe, das war so, ich glaube, als Ausgabe 4 oder 5 rauskam. Und ja. Ausgabe 8 war er dann eben auch nochmal drin, allerdings nur für 10 € und da habe ich mich ein bisschen geärgert, denn jetzt habe ich natürlich 2, aber ja, ist halt so. Und die letzten 2 Ausgaben dann, die Ausgaben 9 und 10, da hat man dann eben die komplette Einheit hier, Necron-Krieger, 10 Stück. Fand ich auch ganz cool eigentlich. Haben wir dann hier ein allgemein kann ich es einfach mal hin und haben wir dann hier die 10 Necron-Krieger, die wir halt mit den Gauss-Blastern, Gauss-Integratoren bauen können und entweder so oder so. Und die 3 Skarabäenschwärme waren auch noch dabei, die sind auch bei dem Rahmen eben mit drin. Und ja, das war allgemein jetzt erstmal so der Überblick. Was habt ihr in den 3 Ausgaben an Hobbykram, sage ich mal, erhalten, außerhalb von den Heften? Und ich habe vergessen, in Ausgabe 3 und 4 hatten wir insgesamt auch noch jeweils einmal das Makrak Blue und das Lead Belcher, beziehungsweise Lead Belcher, wie auch immer, mit enthalten. Und ich muss dann jetzt ehrlich sagen, ich fange jetzt einfach mal an. Und zwar allgemein, ich fange mit den Pro-Punkten an. Also die guten Punkte, für was die für das Abo sprechen an der Stelle. Und zwar, pünktlich jede Ausgabe erhalten ist erstmal so das, wo man sich sagt, jawohl. Beziehungsweise auch immer pünktlich im Sechserbündel steht in dem Kleingeschriebenen immer fristgerecht und natürlich geliefert kriegen. Also dementsprechend, man verpasst halt einfach keine Ausgabe. Günstiger als die Modelle im Laden zu kaufen und im Allgemeinen die komplizierten Kosten von dem Probeabo oder dem Bonusabo hier. Genau, günstiger als die Modelle im Laden zu kaufen, denn um im Allgemeinen die Komplettkosten
zusammengerechnet sind insgesamt, dann werden es 80 Ausgaben sein. Das ist dann halt auch schon mal ein Punkt, wo ich halt sagen muss, im Abo für 778,21 € habe ich jetzt mal zusammengerechnet so und im Premium-Abo für 938,21 €, wenn ihr nur die Preise für die Ausgaben berechnet. Ich weiß jetzt nicht, da, ob da Versand und andere Kosten noch irgendwie dabei sind, aber der Warenwert beim normalen Abo liegt bei ungefähr 1.600 € grob und umgerechnet von den Boxpreisen zu Warhammer-Produkten. Und beim Imperium sogar fast bei 2.000 €. Aber das nur mal so am Rande. Im Premium-Abo allgemein auch, oder im Abo allgemein, ihr bekommt ja Ausgabe 3 geschenkt. Ausgabe 1 und 2 kosten nicht die 10 € oder die 9,99 € wie hier üblich. Und wie ihr gerade gesehen habt, ihr bekommt ja allgemein auch die ganzen Geschenke dazu, beziehungsweise die ganzen Bonus-Extras und so weiter, habt ihr im Premium-Abo für nur 2 € mehr, also dann quasi 11,90 €. Andere Fraktionen, also noch eine Handvoll Tyranniden, Orks, Tau und Chaos Space Marines extra, allerdings ist das nur so eine Art Bonus und keine richtige spielstarke Einheit oder Armee. Und es gibt dann halt noch die drei Orkfarben. Ja, hier Orkfarben, genau. Das war es jetzt eigentlich schon von meiner Seite mit dem Pro. Und da kommen wir auch direkt zum Contra, also zu den negativen Punkten. Und da habe ich ein bisschen mehr aufgeschrieben, sage ich mal, weil ich wollte es nicht alles freihand aus dem Kopf so heraus erzählen. Als erstes fand ich es etwas schade, dass, wenn man das aus der Sicht betrachtet, man ist komplett neu im Hobby und möchte mit dem Warhammer 40k Spiel starten, dass man halt immer noch allgemein oder auch später, wenn man das Abo mit seinen 80 Ausgaben dann abgeschlossen ist, das Grundregelbuch und auch die Kodexbücher braucht an der Stelle, ne? Also ich habe dann jetzt hier einfach mal. Ich habe mir jetzt nicht extra das Grundregelbuch gekauft, das wisst ihr ja an der Stelle, aber ich hätte es mir sowieso geholt. Genau, das Regelbuch hier, so sieht es normalerweise aus von der 9. oder von der 8. Edition, ich weiß jetzt nicht genau. Ich habe da noch nie rausgefunden, wo man das sieht, wo das draufsteht, aber es ist auf jeden Fall so, dass man die braucht und man braucht auf jeden Fall dann, wenn nicht sogar von den Necrons und von den Space Marines dann die zwei Codex-Bücher von der 9. Edition sind es oder 8. Edition jetzt. Ah ja, genau, 9. Edition, stimmt ja. Und genau, Necrons, Space Marines und wenn nicht sogar noch Adeptas Sororitas und oder Mechanicus-Leute. Denn die sind ja in dem Teil von den Necrons mit, in den Teil von Nicht-Necrons, also von den Space Marines, noch mit enthalten. Denn die Space Marines selber haben ja nur ein Drittel von ihrer eigenen Fraktion in dem Imperium Sammelausgaben, sondern da sind noch die, wie gesagt, Adeptas Sororitas und die Adepta Mechanicus-Leute noch mit drin. Und ja, oder was ich eigentlich sagen wollte, erst mit den späteren Ausgaben fangen wir quasi an, die Miniaturen zu bemalen und zu bauen, denn da man ja Schritt für Schritt erst die Farben bekommt, die man bräuchte, um seine Figuren komplett zu bemalen oder sie fertigzustellen. Und das finde ich ein bisschen schade irgendwie, weil ich bin so, ich setze mich dahin und male halt direkt meine 5 Necron-Krieger oder meine 3 Skorbeck-Destruktoren alle hintereinander an und ich male dann alle von einer Einheit. Und ich male dann nicht nur Lead Belcher oder Makrak Blue drauf und wartet dann noch 30 Ausgaben, bis ich dann endlich meine Necron Compound Farbe bekomme, damit ich sie zu Ende bekomme. Oder mein allgemein hier mein Rune Lord Brass. Und aber egal, genauso wie genauso wie man leider keine Grundierung bekommt. Was ich allerdings am wichtigsten finde, da ja aufgetragene Farben sonst eher oder minder gut auf den Modellen halten, genauso wie die Pinsel. Gut, da war jetzt der Starter Brush in Ausgabe 1, glaube ich, mit drin. Die kriegen aber dann erst Unterstützung mit der fünften Lieferung,
weil ja immer, wie gesagt, alles in so Sechserbündeln kommt, also mit etwa Ausgabe 20 rum oder so. Und ja, der andere Punkt ist, also der nächste Punkt, man bekommt eigentlich mehr, als man bräuchte. Na, das ist, müsst ihr euch immer überlegen, wenn ihr das Abo abschließt, klar, wenn ihr nicht alles haben wollt, da sind quasi dann ca. 50% Dinge, die man nicht braucht. Gut, wenn man noch gar nichts hat, so weiter, kann man sagen, ja, ich hole mir alles dazu und alles, aber egal. Zum Beispiel alte Miniaturen. Und das habe ich jetzt letztens erst gesehen, weil, wie gesagt, jetzt sind wir bei ungefähr Ausgabe 30 rum. Das Tyrannidenbündel im Premium-Abo als Beispiel genommen, habe ich jetzt wirklich mal nachgeforscht, ist einfach komplett die Start-Collecting-Box von vor einem halben Jahr. Also bevor sie jetzt im Juni aktualisiert wurde. Das sind, ich kann es euch noch mal zeigen. Wir haben hier die Tyranniden drauf. 12 Termaganten oder Hormaganten, 3 Larven dazu, die 8 Genestealer und ein Broodlord in der Mitte, der auch nicht so groß ist. Und quasi aber keinen Trigon aus der Start Collecting Box von damals. Aber dafür haben wir ja die Hormaganten gekriegt. Und da dachte ich mir so, ja, ich hätte lieber so einen großen Tyrigon oder einen Prime Trigon, wie auch immer, und statt den 12 Hormaganten, die man überall nachgeworfen bekommt. Vor allem auch in der neuen Box. Die neue Box ist allerdings ziemlich cool für Preis-Leistungs-Verhältnis. An der Stelle wollte ich das noch mit einbringen. Mir gefällt sie zwar nicht so gut wegen der Variation, da sind einfach nur 36 dann von den Hormaganten, Termaganten mit drin. Allerdings 3 Tyrannidenkrieger und der Hive Tyrant, der ziemlich cool ist. Und ja, und die 3 Larven zählen eben auch als extra Modelle. Naja, müsst ihr wissen an der Stelle. Wollte es nur mal erwähnt haben. Zweiter Punkt dagegen ist, oder dritter Punkt an der Stelle dann schon, die Ausgaben mit den Farben. Also jetzt dann diesen coolen Zitadellfarben. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht enttäuscht von den Zitadellfarben. Weiß Gott nicht. Also man kann sagen, klar, sie sind in der Regel 1,5 mal bis 2 mal so viel vom Preis her wie die Farben von allen anderen Herstellern. Das als einziger Nebenpunkt. Aber es gibt genauso gute und schlechte Farben in allen Farbreihen. Also ob ich jetzt Macruc Blue oder Mechanicus Standard Grey, Korax White und alles als Beispiel nehmen wollt, das ist alles egal. Aber die Ausgaben fühlen sich für mich nicht so. Also die Ausgaben mit Farben sind nicht gefühlt genauso wie Ausgaben mit Modellen, da sie sich für mich, wie gesagt, irgendwie nicht weniger wertig anfühlen. Ne? Und also quasi 2 Farben für 9,99. Oder je einmal die Container zum Beispiel oder den Overlord als Beispiel, der ja, wie gesagt, fast 23 Euro kostet oder im Allgemeinen das Gelände betrachtet. Oder besondere Modelle wie die Scorback-Destruktoren, Space Marine Primaris-Aggressoren für 9,99 anstelle von 42,50 oder 35 Euro und was schon gute Deals waren oder sind. Und aber auch klar, dass das nicht bei jeder Ausgabe gleich viel vom Wert hat, ist natürlich auch klar wie andere Ausgaben. Und ja, allgemein vom Gefühl her sollte meiner Meinung nach alles allerdings so zwischen 10 und 15 Euro liegen pro Ausgabe oder sogar mehr, was ja eigentlich bei 65% ungefähr der Fall ist. Aber man ist ja auch noch nicht komplett über das Abo informiert, weil man weiß ja trotzdem nur so ein kleines, man hat so ein kleines Bild ja mal am Anfang gesehen und kann ungefähr erahnen, was es ist, aber man sieht halt nur die Hälfte ungefähr deutlich. Mal so. Allgemein für Einsteiger finde ich es allerdings klasse, wenn man sich dazu zweit zum Beispiel was holt, 2 gute Kumpels oder auch für zum Beispiel 2 Brüder im Kindesalter oder als Elternteil halt eben für Vater und Sohn, Mutter und Tochter oder Vater und Tochter, Mutter und Sohn oder wie auch immer. Und wie ihr die Kombination halt setzt. Und das finde ich ganz cool, weil man hat mal so ein bisschen für jeden, also für 2 Leute halt eben so eine Armee. Und oder eben komplett Neueinsteiger,
der komplett gar nichts besitzt. Dann kann man halt sagen, ja, man kann zwar als Hobbywerkzeug und Dinge außen herum, was das angeht, deutlich günstiger ins Hobby finden, ist allerdings mit viel Aufwand verbunden und natürlich auch Informationszwecke, die man sich da selber irgendwie beschaffen muss, denn hat man hier ja nicht. Definitiv, alles ist schön portioniert. Und was ich jetzt zum Abschluss noch sagen will, nachdem ich jetzt hier ja meine drei Punkte jeweils ungefähr ans Licht gebracht habe. Ich bin bis jetzt eigentlich ganz zufrieden und freue mich immer noch auf jedes weitere Heft. Genauso wie, und wir sind jetzt schon bei Überausgabe 30, wie gesagt. Und ich selber hatte nur eine Elite-Box von Necrons. Ach ja, die Elite-Box von Necrons. Das ist so eine mittlere Schachtel gewesen. Und Space Marines, quasi die Anfängerbox ohne Gelände. Und mir, wie gesagt, das Grundregelbuch gekauft. Die Kodizes der Fraktoren die Kodizes der Fraktoren hätte ich mir sowieso irgendwann noch geholt, weil ich, wie gesagt, Necrons auf jeden Fall spielen wollte. Bei Space Marines war ich mir am Anfang nicht ganz so sicher, finde ich allerdings auch ziemlich cool, denn die sind ja die Eliteeinheiten des Imperators. Genau, ja, wie gesagt, ebenfalls die beiden Fraktionen, denn sie hatten mein Interesse geweckt. Tyranniden sind halt jetzt noch zusätzlich so eine Fraktion, die ich mir besorgen möchte und überlege auch immer noch, welche ich als vierte Armee dazu hole, denn ich habe mir da sowas überlegt. Ich möchte mit etwa 500 bis 1000 Punkten Armeen für mich sammeln und vier spielbereite Versionen davon halt haben. Und ich habe so die Idee gehabt, dass wenn ich eben mit meinen Kumpels dann eben 40k spielen will, kann man sich halt dann davon jeweils eine aussuchen. Und wenn man halt Necrons, Space Marines, Adeptus Sororitas oder Mechanicum in diesem Abo bekommt, sollte man sich dann eben lieber nicht von diesen Fraktionen auch separat oder einzeln neben den Abo-Miniaturen was anschaffen. Denn wenn man nicht so wie diese vorkommen, so, dann weiß man eben nicht genau, was man doppelt bekommt und man gibt sowieso viel zu viel Geld für das komplette Hobby aus. Und so wie ich damals beim Overlord, wie gesagt, der bei Necron Start Collecting Box ist er drin und die Start Collecting Box hätte ich mir auch noch fast geholt. Da habe ich dann auch gesehen, zum Glück sind da fast 80% in dem Abo mit drin. Der Overlord kostet, wie gesagt, einzeln etwa 23 € und in Ausgabe 8 war er dann für 10 drin. Und ich, Depp, hatte natürlich bei Ausgabe 4 oder 5, wie gesagt, überlegt, ja, ich brauche auf jeden Fall noch ein cooles Necron-Modell und war, naja, jetzt, wie gesagt, habe ich halt zwei. Ich selber finde jedes Heft mit den 5 Punkten, die auch nochmal hier an der Stelle, da haben wir hier mal so ein Ding dran. Mit den 5 Punkten sammeln, lesen, bauen, malen und spielen. Gut durchstrukturiert und auch wie zum Beispiel das Grundregelheft von oder Grundregelbuch toll ausformuliert. Also da kann ich nichts dagegen sagen. Ich möchte aber an der Stelle auch sagen, wenn ich komplett jedes Heft haben möchte, ist vor allem mit den einzelnen Boxen im Fachhandel besser bedient, da er kein überschüssiges Zeug bekommt und auch das, also überschüssiges Zeug ist natürlich immer cool, weil ja dann extra Bits und Bytes für andere Modelle zum Verändern oder zum Eigen kreieren sozusagen dabei sind, aber da kein überschüssiges Zeug dabei, das man halt eben für seine Armee dann eben nicht braucht, weil man ja nur Space Marines zum Beispiel sammelt, wie ja jeder, ne? Jeder sammelt Space Marines, sehr klar, aber er sammelt keine Space Marines und wenn keine Space Marines, Ultramarines sammeln, dann sammeln wir Blood Angels. Oder Salamander habe ich auch gesehen, sind im Moment sehr beliebt. Einzelne Ausgaben sind sehr schwer und nicht immer für 9,99 € erhältlich, außer beim Verlag direkt, wo die ganze Zeit ausverkauft angezeigt werden, jedenfalls online. Und wie bereits erwähnt, das Ganze drumherum, wie Zange, Farben und Pinsel und anderes fürs Hobby. Findet ihr deutlich günstiger, aber dazu gibt es genügend andere Videos auf YouTube und da bin ich, glaube ich, auch heute an der Stelle nicht der Richtige für. Außer ihr wollt natürlich noch ein Video dazu, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare an der Stelle.
Und was ich jetzt zum Schluss noch sagen möchte, als allerletztes, ich möchte noch sagen, speziell hatte ich nur geplant, einzelne Ausgaben zu holen. Also speziell die Ausgabe Nummer 4 zum Beispiel, weil ich gewusst habe, da sind die drei Scorpec-Destruktoren drin. Das waren absolut von Anfang an meine Lieblingseinheiten, weil ich halt gesagt habe, ich brauche davon 9 Stück und da hatte ich schon drei und da waren nochmal drei in dem Heft. Und dann habe ich halt gesagt, ja, dann muss ich nur noch schauen, wie ich an den Scorpec Lord, der hier drauf ist, rankomme, weil der war ja nur in der Indomitos-Box, aber egal und so weiter. Und ja, wenn ihr allgemein, ich hatte nur geplant, einzelne Ausgaben zu holen, die mich interessieren, zum Beispiel die Necrons-Ausgaben. Und aber gerade Ausgabe 23 mit der Necron-Spinne, die ich unbedingt haben wollte. Und eben leider auch diese und Ausgabe 26 habe ich noch nicht bekommen. Also die habe ich über meinen normalen Zeitschriftenhändler, die kam einfach nicht. Der hat gemeint, es tut ihm leid, sind nicht gekommen, die Woche wieder nicht und die Woche wieder nicht. Und wie gesagt, jetzt warte ich halt drauf, hoffentlich kommen die irgendwie nochmal nach. Und bin gespannt, wie ich da noch rankommen soll, denn die Ausgabe 23 kam ja schon vor knapp 4 Monaten oder so. Und ja, allgemein hoffe ich natürlich jetzt an der Stelle, Hachette bekommt das auf die Reihe mit dem Online-Nachbestellen und ja, so dass halt auch jeder an die Ausgaben rankommt, die man haben möchte und halt auch immer nur zu vernünftigen Konditionen. Jawohl, an der Stelle, ich hoffe, es hat euch gefallen, mein Video über die, sage ich mal, Imperium Warhammer 40k-Sammelreihe von Hachette und Games Workshop an der Stelle. Und ja, ansonsten lasst mir gerne ein Like da, einen Daumen nach oben. Ich würde mich mega darüber freuen. Schreibt mir gerne in die Kommentar-Backbox. Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht? Was sagt ihr zu dem Imperium-Sammelreihe oder auch zu den coolen Space Marines und oder den Necrons? Denn ich bin da jetzt schon ziemlicher Fanboy geworden und ja, ansonsten würde ich sagen, macht doch einfach, was ihr wollt, wie immer. Und wir sehen uns im nächsten Video.